Olli ist müde, aber erstmal hallo zum Modern Koi Blog. Und habt ihr gewonnen? Wir haben gewonnen, ja. Werdet ihr deutscher Meister? Darüber er ist ja Funktionär mittlerweile bei den Rhein-Neckar-Löwen. Darüber reden wir heute nicht. Und sie können es aus eigener Kraft schaffen, Meister drei zu werden. Spiele, 6 Punkte. Kiel hat verloren? Ja, in Magdeburg, bei meinem alten Verein. Ihr packt das, aber du willst ja nichts dazu sagen. Heute nicht, ne. So. Also, das ist das Wichtigste dieses Jahr. Das Zweitwichtigste ist? Das Wichtigste sind die Karaschis, dann kommt... Nein, ist gefällt. Also natürlich Meisterschaft. Karaschi ist Hobby, das andere ist Beruf. Ja, und was, welches große Ereignis steht dieses Jahr noch ins Haus? Dann kommt Olympia in Rio. Und ja, und privater kommt, Natur, ist da auch irgendwas zu erwarten? Kann man darüber reden jetzt so? Ja, natürlich. Okay. Ja, irgendwann gibt es jetzt ein kleines Kind, so ein kleines Echt? Baby, ja, einen kleinen Jungen. Oh, und deswegen wird jetzt schon darüber nachgedacht, wie wir den Teich dann sicher machen können. Also der Block für die werdenden Eltern ist dann auch schon eine Planung. Also der Teich muss abgesichert werden, aber darum geht es ja heute noch nicht. So, aber dass dann auch nicht zu viele Fische im Teich sind, wenn hier Nachwuchs in die Familie kommt, hat Olli sich auch mal wieder entschlossen, wie in den letzten Jahren zuvor auch, sich von einigen seiner jetzt 3- und 2-jährigen Karaschi-Koi zu trennen. Und nur ist ganz wichtig für Sie gleich zu wissen, wenn Sie da auf einen Fisch steigern. Bei den Fischen ist es so, wir wollen die alle loswerden, also die sollen alle abgeholt werden. Und das ist nur am 2. und 3. Juni möglich. Also entweder Sie kommen am 2. oder 3. Juni, das ist ein Freitag oder Samstag, kommen Sie zu uns nach Abstatt in die Quarantäne. Die können auch dort nur abgeholt werden, auch wenn Sie jetzt sagen, Mensch, Olli liegt hier auf dem Weg. Ich glaube, du bist gar nicht da wahrscheinlich, oder? Leider nein. Spieltechnisch unterwegs. Ja. Also wie ich hole mit Melanie hier morgens die Fische ab freitags oder vielmehr am frühen Nachmittag. Und dann können Sie die freitagabends in Empfang nehmen. Oder die, die wir noch versenden können, können wir dann über Nachtzustellung auf eine Samstaganlieferung avisieren. Das ist auch kein Problem, also das ist auch möglich. Aber das ist natürlich nur bis Koi bis 70 cm maximal möglich, weil über 70 cm werden dann die Transportkartons so schwer, dass sie von unserer Spedition auch nicht mehr transportiert werden. Also das ist ganz wichtig und die Fische können hier auch nicht länger verbleiben. Das wäre einfach vom ganzen Aufwand her zu krass. Es sind, glaube ich, wenn ich es noch richtig weiß, 17 Weibchen, 3 Männchen. Der größte hat knapp über 70 cm und die meisten sind zwischen 60 und 70 cm. Und die Yamabuki und die Ginrin Karashigoi, die Sie hier gleich im Teich noch sehen, wenn uns Olli ein paar von den Koi präsentiert, das sind dann die, die in einer zweiten Auktion dieses Jahr kommen. Und da bieten wir Ihnen dann auch an, dass die über den Winter hier bleiben können, dass Olli die dann mit seinem gesamten Know-how für Sie groß macht. Olli schnappt sich jetzt den Kescher. Olli ist wirklich müde heute. Langsam werde ich wieder wach. Das hoffen wir. So. Da haben wir doch schon einen schönen großen. Die ganze Pracht in Gelb. Ein Scale. Opa, ein teilbeschuppten Karaschi. Holen wir den mal langsam hoch. Also das ist jetzt auch einer knapp über 70 cm. Und von der Körperstruktur. Absoluter Knaller. Schöne Beschuppung. Ein bisschen zu viel Schuppen. Spielt aber keine Rolle. Die Farbe ist toll. Und ein Koi mit dem Potenzial auf über 90 cm, wenn sie das gut machen. Olli hat ja die erste Hürde gepackt, die über 70. Und man hat vielleicht den Wagoi da. Was liegt da für weißes Zeug am Boden oder sind das Kalkflecken? Das sind Kalkflecken. Du hast hier richtig kalkhaltiges Wasser. Ja, ja. Das Brunnenwasser ist extrem kalkhaltig. Wir haben hier einen Wagoi. Auch toll. Auf der anderen Seite 2 Schuppen verloren. Das ist halt bei keinem Fisch so schnell wie bei den Karaschis. Bei den Wassertemperaturen ist es unglaublich zu sehen, wie schnell die Schuppen sich da wieder. Der hat um die 65 cm. Edle Blässe. Mal den roten da. Orange Karaschi. Wie viel Kubik hat der Teich? Wir haben ihn jetzt noch ein bisschen hochgezogen. Er hatte mal 18, jetzt sind wir bei knapp über 20, also ich würde sagen 22 Kubik.
Ist jetzt Ach stimmt, ihr habt den erhöht, gell? Genau, der war 2 Meter tief, jetzt ist er bei 2,20 ungefähr. Ganz ehrlich, Bürstenfilter? Ach, Wahnsinn. Also ich glaube, man sieht es ja auch am Wasser jetzt. Hier hinten auch, das hat mich auch hier völlig geflasht. Wie viel Kilo fliegen da gerade am Tag rein hier? 3 Kilo. Und in den kleinen Teich? Ja, da haben wir jetzt die Fische erst umgesetzt. Die waren ja alle vorher im großen Teich auf Wachstum gezogen. Hier bin ich jetzt bei 1,5 Kilo circa. Wahnsinn. Also hier ein wunderschöner Orange-Karashi, zweijährig. Tolles Tier. Ja, ich habe einige Zuschriften bekommen. Wir müssen da demnächst unbedingt mal bloggen. Die Leute wollen alles wissen über die Reinigung, Reinigungshäufigkeit. Wie reinigst du? Wie lange könntest du den Filter mal stehen lassen, ohne dass du irgendwas machst? Also es sind viele wild drauf und ich kenne jetzt schon einige Leute, die sogar überlegen, ihre aufwendigere, technologisiertere Filtertechnik auszutauschen und zu sagen, back to the roots. Ich will es auch so, wie Olli das hat oder wie wir das auch propagieren. Mir ist aber wichtig, ich möchte hier nichts schlecht machen. Ich will nur alternative Wege aufzeigen. Schauen Sie mal den Karashi an, auch über 60. Tolle Körperform. Tolle Seitenbeschuppung. Also von der Beschuppung her gibt es da überhaupt gar nichts. Also auch ein Fisch, den Sie auf gigantische Größe bringen können. Mach mal den Orangen, den großen Mann. Das ist so ein richtiger Randalierer. Den zu fangen ist schon was Größeres. Also ich glaube, wenn Chochi Konishi dieses Jahr nach Deutschland kommen würde, der wird sich hier ein Bett neben deinen Teich stellen. Und würde sagen, ich gucke mir jetzt nur hier Karashi an. Aha. Hübsches Bauarbeiter-Dekolleté hast du. Auch auf Video jetzt, oder? Bitte? Auch auf Video? Nein. Ich weiß, warum Martin mir jetzt den als Auftrag gegeben hat. Also ich habe letzt auch einen Versuch habe ich noch. Diesen total geilen Karashi da, den gestipunktelte, oder? Ja, den unteren da, den. Der da. Ja, das, den Chagoi Karashi. Das ist ein richtiges Kunstwerk. Aber die Yamabuki, wir haben das ja mal gezeigt, wie die eingesetzt wurden. Die sind ja irrsinnig gewachsen in der Zwischenzeit. Also die wachsen nicht schlechter wie die Karashi, ist unglaublich. Nee, also zumindest mal bis 70 cm kann ich das nur bestätigen. Das Wachstumsgen ist da drin. Der ist clever. Das ist wirklich so ein... Ja, pass auf, nicht, dass wir ihm noch wehtun, dem Arm. Die Sitzbank, die fliegt jetzt auch demnächst raus, weil zum Keschern ist es... Ne, muss man nicht, die ist eingehängt. Ah, okay. Sie können ja in der Zwischenzeit die anderen Fische beobachten. So. Also der Irre da. Der hat eine völlig verrückte Beschuppung. Schauen Sie sich das mal an. Die Schuppen sind schon dreifarbig. Habe ich so noch nie gesehen bei Karashi. Ishigaki. Stein-Wall-Beschuppung, bei den Japanern eigentlich gar nicht so beliebt. Ist aber egal, das sind die Japaner. Ich finde, das sieht cool aus. Dann machen wir noch vielleicht den größten von allen. Den haben wir nicht fotografiert. Ach stimmt. Was haben wir denn noch nicht? Den haben wir... Also die Yamabuki haben wir jetzt auch schon alle 45, 50. Ja, Wahnsinn. Was Kleines nochmal? Ne, machen wir was Größeres da unten vielleicht, der Bagoi. Das war nicht der, den wir am Anfang hatten.
Auch hier dreijährig, zwischen 70 und 75. Wenn Sie den Fisch in Japan kaufen, würden Sie sich wundern. Das ist schon die Creme de la Creme. Ein Fisch, den Sie in Ihrem Teich, wenn Sie gute Bedingungen bieten, locker leicht auf über 90 cm kriegen können. Okay, Olli segelt schon stramm am Wind, das muss man schon sagen. Mit 3 Kilo plus hier, also 5 Kilo versenkst du am Tag insgesamt, oder? Ja, kommt doch viel Frischwasser rein und die Wasserwerte, ich hatte noch nie Probleme. Darf auch nicht vergessen, als wir den Teich damals in Betrieb genommen haben, haben wir altes Filtermaterial eingesetzt. Also die Filter liefen jetzt seit, keine Ahnung, wie lange habe ich die Filter, seit 3,5 Jahren durch. Also Biologie war vorhanden von Anfang an und wir haben sie dann nur ein bisschen upgegradet und erweitert. Aber ich hatte hier nie Probleme mit Wasserwerten oder sonst irgendwas. Viel Frischwasser, vernünftigen Filter, großen Filter. Und dann funktioniert das. Ich würde sagen, das ist so das Wasser, das ich liebe, auf das ich stehe. Was auch wirklich hübsch ist. Schön Glanz. Wann machst du jetzt deinen Garten fertig? Jetzt kommt der Rollrasen, den bisschen, den ich noch habe, der kommt jetzt nächste Woche. Die Mauer wird auch nächste Woche gemacht. Wo willst du Rasen hinrollen, bitte? Hä? Wo willst du Rasen hinmachen? Diese 5 Kubik, die wir da noch haben. 5 Quadrat? Quadrat, meine ich ja. Kubik, aha. Ich rede schon nur im Wasser, siehst du mal. Ja, da kommen die Filterabdeckungen, werden noch fertig gemacht. Also so langsam sehe ich ein Ende am Tunnel. Wird auch langsam Zeit. Also, dann würden wir uns freuen, wenn Sie mitbieten. Und wie gesagt, bei der nächsten Auktion mit den Ginring-Karaschen in den Yamabuki sind wir dann auch zur Aufzucht bereit. Die können Sie dann den ganzen Winter da lassen. Da könnte ich mir sogar vorstellen, dass die Yamabuki über 70 cm gehen. Aber von ein paar Fischen muss ich Olli jetzt trennen, weil Überbesatz, wissen Sie, das ist die Todsünde. Und von daher haben wir gesagt, die Karaschi selber, die gehen jetzt raus. Und die anderen dürfen dann bleiben. Da die noch ein bisschen kleiner sind, haben wir auch mehr Luft nach oben. Und wie gesagt, Abholung 2. 3. Juni. Und Ausnahmen können wir da leider nicht machen, weil da müsste ich auch ständig 200 Kilometer fahren. Das macht auch nicht ganz so viel Sinn. So, Olli, noch ein paar aufmunternde Worte. Viel Spaß beim Bieten. Also ich glaube, viel falsch machen kann man hier nicht. Wir haben gut selektiert, also wirklich nur die Creme der Creme rausgepickt und fast alles Weibchen und wachstumsmäßig geht da noch einiges. Viel Spaß. Alles klar, wir bedanken uns und hauen Sie in die Tasten. Ciao. Ciao, ciao.